llorar o huir, ya llorí, ya llorar o huir, ya llorí. Willkommen bei Unterwegs am Lechweg mit Glutsching Teil 3. Bei unserem Titelbild zeigen wir immer die Perspektive auf die Lechauen zwischen Stanzach und Forchach vom Beichelstein hinunter. Und diesen fantastischen Ausblick haben wir schon öfter bei Videos genützt. Zum Beispiel findet sich auf YouTube ein Video zum Song Zum Niederknieler Scher. Da darf die Holzgauer Hängebrücke nicht fehlen. Aber die Lechauen hier herunten waren für uns natürlich ebenfalls immer eine tolle Filmkulisse und der Ausblick vom Beichelstein schlägt sowieso alles. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert und so immer informiert werdet, wenn es etwas Neues gibt. Es gibt aber auch einen Kanal, der heißt Blutschink Kinderlieder und da freuen wir uns auch über Abos, Klicks und Likes. So. Aber jetzt zum Lechweg. Hier zuerst einmal eine Übersichtskarte über den Abschnitt zwischen den Ortschaften Stanzach und Forchach. Man geht immer auf Tuchfühlung mit dem Fluss, vorbei an der Einmündung des Schwarzwasserbaches bis zur Forchacher Hängebrücke. Für diesen Abschnitt hat sich der Name Lechzopf eingebürgert. Und dass die Kombination aus grauen Schotterfluren und grüner Lechau hier so eine markante Form hat, ist auf Verbauungsmaßnahmen zurückzuführen. Man hat quer zur Flussrichtung von links und rechts breite Steinmauern, sogenannte Buhnen, in das große Schotterbett gebaut. Hier bei unserem Start in Stanzach hat man dann auch noch eine Längsverbauung errichtet und damit die Ortschaft geschützt. Aber schon nach wenigen hundert Metern wird das Lechbett breiter und breiter. Hier wurden diese Längsverbauungen niemals fertiggestellt. Für viele Tier- und Pflanzenarten, die auf breite, offene Schotterflächen angewiesen sind, ein großes Glück. Vor allem an der Stelle, an der der Schwarzwasserbach in den Lech mündet, ist ein sehr dynamischer Flussabschnitt erhalten geblieben. Dort, wo der Lech mit seinen Hochwässern die Schotterflächen nicht mehr offen halten kann, wurden diese Bauwerke zum Großteil von Schneeheide-Kieferwäldern überwachsen. Übrigens, wenn man hier in der Au ganz still unterwegs ist, kann man außer den vielen Kühen auf der Weide auch einmal einen kapitalen Hirsch erblicken, den wir hier sofort geschossen haben, natürlich nur mit der Kamera. Diese Aufnahmen haben wir bei der Ortschaft Forchach gemacht. Auch dort hat man eine Längsverbauung errichtet und damit Siedlungsraum nachhaltig geschützt. Hier führt der Lechweg schnurgerade am rechten Ufer entlang. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass das Flussufer unbefestigt ist und dass sich der Fluss dort immer wieder einmal ein Stück Lechau holt, so wie er es viele Jahrtausende hindurch immer gemacht hat. Gleich nach dieser besonders breiten Stelle kommt aber in der Kurve da vorne eine besonders enge Stelle, zumindest bisher. Dort spannte sich viele Jahrzehnte lang die alte Hängebrücke über den Lech. Auf dieser Übersichtstafel informiert man über die im Jahr 2020 aktuelle Verlegung des Lechweges vom Uferweg nach hinten in die Au. Denn hier wird die gelb schraffierte Fläche, immerhin 8 Hektar, dem Lech zurückgegeben. Das ist ebenfalls eine Maßnahme im Rahmen des Lech-Live-Projektes. Bei diesem virtuellen Flug sieht man das Lechzopfmuster noch einmal sehr gut. Auch wie breit der Lech hier bei der Einmündung des Schwarzwasserbaches ist, lässt sich gut erkennen. Bei der Engstelle da vorne sieht man aber recht deutlich, dass die Au auf der rechten Flussseite bereits gerodet wurde. Es ist interessant, sich in diesem Zusammenhang alte Postkarten anzusehen, denn diese Au ist eigentlich erst in den letzten ca. 100 Jahren entstanden. Zuerst einmal eine Postkarte aus den 50ern. Im Hintergrund Richtung Stanzach-Beichelstein ist beim Lechzopf erst niedriges Buschwerk zu sehen. Im Vordergrund bei Forchach aber ist die Au bereits fortgeschrittener. Und hier eine Postkarte aus den 30ern. Dass die Einwohner von Forchach den Lech damals gefürchtet haben, kann man gut verstehen. Aber es gibt bereits diese allererste Buhne, die den Lech auf die andere Talseite drängt, was dann den Bau der alten Hängebrücke ermöglichte.
Diese alte Buhne wurde inzwischen bereits gekürzt, aber die unmittelbar vor der Brücke errichtete neue Buhne kann man noch bestaunen. Und hier sieht man bei der Brücke alt und neu nebeneinander. Denn die gute alte Hängebrücke wird nicht einfach ersatzlos gestrichen, sondern durch eine neue 130 Meter lange ersetzt. Und das hier ist die Buhne neueren Datums. Hier wurden keine Bruchsteine verwendet wie sonst üblich, sondern es wurden massive Betonelemente gegossen. Auch sie hatten die Aufgabe, die alte Hängebrücke zu schützen. Beim Blicktal aufwärts sieht man rechts das alte Flussbett und links die neu gewonnene Fläche, hier noch getrennt durch die alte Uferverbauung. Wie tief der Lech sein Bett gegenüber dem alten Niveau gegraben hat, erkennt man bei diesem Blicktal abwärts. Enges Flussbett bedeutet eben höhere Geschwindigkeit und das bedeutet größere Schleppkraft. Darum wird die neue Brücke hier doppelt so viel Platz lassen. Zugegeben, jetzt während der Bauphase sieht alles ein bisschen wild aus, aber in den nächsten Jahren wird ein Baumeister namens Lech diesen Abschnitt verschönern. So, jetzt aber zurück zum Lechweg. Nach der Hängebrücke kommt die große Johannesbrücke, der Baggersee, am Moosberg entlang durch eine kleine Au nach Weißenbach. Wieder quert man den Lech und dann wandert man über einen langen Wiesenweg nach Rieden. Die Johannesbrücke ist ein Ergebnis der ersten Lechleif-Phase vor ca. 20 Jahren. Auch hier stand eine schmale Brücke dem Lech im Weg. Und was sich seit der Aufweitung getan hat, ist für Flora und Fauna in diesem Gebiet goldeswert. Dieser Baggersee auf der linken Seite bleibt natürlich erhalten und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Gäste. Wo sich die Menschen gerne in ihrer Freizeit aufhalten, ist eben das eine, aber die Bedingungen, die Pionierlebewesen wie die deutsche Tamariske oder die gefleckte Schnarrschrecke, der Haarschreck im Lechtel, brauchen, die findet man hier auf den weiten Schotterfluren. Einen ganz anderen Charakter hat die Landschaft bereits kurz danach am Moosberg. An diesem Biechel führt der Lechweg entlang, dann da hinten durch die kleine Au und man landet schließlich hinten rechts neben der Weißenbacher Kirche. Mitten auf dieser fürs Lechtal typischen Blumenwiese geht man an dieser Feuchtwiese am Fuß des Moosbergs vorbei und die beherbergt mit ihrem hohen Schilf wieder ganz andere Tiere und Pflanzen. Und im Nu findet man sich in einer kleinen Au wieder, die hier am Ufer des Weißenbaches entlang führt. So kommt man ins Dorfzentrum von Weißenbach und geht dort direkt an der Kirche vorbei. Neuerlich geht es Richtung Brücke, neuerlich ans andere Ufer und dort kommt dann der Rotlech aus seiner Schlucht heraus und mündet in seinem großen Bruder, dem Lech. Bei dieser kleinen Rotlechbrücke geht es aufwärts. Ein kurzer Blick zurück auf den Ausgang der Rotlechschlucht und schon befindet man sich einige Meter über dem eigentlichen Talboden auf einer wunderbaren und langgezogenen Wiese, über die ein gemütlicher Wiesenweg bis nach Rieden führt. Gleich hinter dieser kleinen Ortschaft haben uns die Dreharbeiten zu unserem Lied zum Niederkneler Scher auch schon vor einigen Jahren zum Riedener See geführt. Ein Naturjuwel, in dem vom Kalkwasser konservierte Bäume wie ein Riesenmikado auf dem Seegrund ruhen. Dieser Riedener See liegt nicht direkt am Lechweg, aber den Abstecher von wenigen hundert Metern sollte man auf jeden Fall machen und die Seele ein wenig baumeln lassen, bevor es wieder zurückgeht ans Ufer vom Lech. Lechwanderer werden den Fluss auf jeden Fall in den unterschiedlichsten Farben erleben können, aber ganz speziell sind diese Stellen, an denen glasklares Grund- oder Hangwasser seitlich hereinkommt und sich nur langsam mit dem Lechwasser vermischt. Dieses ist auf dieser Aufnahme milchig grün, was vor allem auf Schmelzwasser von den hohen Bergen im Hintergrund zurückzuführen ist. Weiter geht es einen breiten Uferweg entlang zur Ortschaft Ehenbichel. Ab jetzt befinden wir uns im Talkessel von Reute und da wird dieser Berg im Hintergrund, der Säuling, eine wichtige Orientierungshilfe. Wenn man hier am Ufer entlang geht, dann bewegt man sich zwischen dem Lech auf der einen und dem Burghügel von Ehrenberg auf der anderen Seite, hier im Hintergrund zu sehen. Bei der Ortschaft Ehenbichel hat man die Möglichkeit, einen Abstecher zu machen auf diese mittelalterliche Burg. Hier sieht man links die Burg und rechts oben die Festung Schlosskopf. Direkt an der Fernpass-Bundesstraße gelegen, thront die Burg auf ihrem Hügel und vom Plutschink gibt es dazu Geschichten und Lieder vom Ritter Rüdiger. Und damit die kleinen Ritter und Burgfräulein sich auskennen, gibt es im Buch einen Lageplan und man beginnt hier beim Burgtor. Wer dieses durchschreitet, kommt zum Besucherzentrum.
Da gibt es ein etwas anderes Museum, nämlich eines, wo man alles angreifen und ausprobieren darf. Vor dem Besucherzentrum sollte man mal nach oben schauen. Dort spannt sich nämlich bereits die nächste Hängebrücke über ein Tal. Die Highline 179 ist mit 400 Metern eine der längsten ihrer Art auf der ganzen Welt. Und um hier nach oben zu kommen, dürfen auch brave Lechwegwanderer einmal den Lift benutzen. Richtig gehört, aber das ist kein Skilift, sondern eine Liftkabine, die halt nicht im Haus unterwegs ist, sondern mit Rundumblick draußen auf Schienen fährt. Und hoch droben wartet die Highline auf Abenteuerlustige. Durch das sogenannte Hornwerk kommt man auf die Burgwiese. Und da geht es dann steil hinauf zur eigentlichen Burg. Doch dieser Aufstieg lohnt sich, denn man hat dort oben nicht nur einen tollen Ausblick auf die Hängebrücke, sondern es eröffnet sich auch ein Panoramablick zwischen den alten Burgmauern hindurch, über den ganzen Talkessel von Reute hinweg. Und dort oben kann man sich gleich anschauen, wohin der Lechweg als nächstes führt. Der Lechwegabschnitt, den man hier die ganze Zeit am rechten Ufer entlang gegangen ist, endet bei diesem kleinen Steg und es wird wieder Zeit für eine Überquerung des Lech rüber auf die andere Seite. Dort liegen die Ortschaften Höfen und Wengle. Die Gegend dort oben heißt übrigens auch Hahnenkamm. Auf diesen Namen hat Kitzbühel nicht das alleinige Recht. Zwischen Höfen und Wengle führt der Lechweg nach oben. Man bewegt sich hier immer weiter hinaus aus dem Talkessel von Reute. Hier liegt ein letzter, größerer Anstieg dieses Weges vor dem Wanderer. Aber wir glauben, dass man sagen kann, dass sich hier jeder Höhenmeter lohnt. Über den Dächern von Wengle verläuft der Lechweg durch eine Viehweide. Über das Thema Wanderer und Kühe hat man in letzter Zeit sehr viel gehört. Nun, da gilt zu sagen, keine Angst. Panik ist hier wirklich nicht notwendig. Ein bisschen Hausverstand aber schon. Das hier sind lauter Jungtiere, also keine Kühe mit Kälbern. Bei Mutterkühen lieber ein bisschen Abstand lassen und keine Kuh-Selfies machen. Vor allem, wenn Hunde, das sind für die Kühe Wölfe, im Spiel sind. Da gilt die Regel, Hund an die Leine. Sollte eine Kuh auf den Hund losgehen, den Hund von der Leine lassen. Der Hund ist auf jeden Fall schneller als die Kuh. Nimmt man den Hund jedoch auf den Arm, dann nimmt die Kuh vielleicht beide auf den Arm oder auf die Hörner. Aber wie gesagt, Panik muss keiner haben. So, und jetzt schauen wir uns den letzten Abschnitt noch einmal an. Wir haben in Weißenbach den Lech überquert. Beim Rotlech ging es hinauf auf die große Wiese Richtung Rieden. Wir steuern hier bereits auf den hinteren Ausläufer des Burghügels von Ehrenberg zu. Und rechts davon, im Wald versteckt, der kleine Riedener See. An diesem Hügel geht es links entlang rüber zum Lech und hier hat sich der Lechgletscher vor vielen tausend Jahren einen schmalen Durchgang in den Felsen gehobelt, durch den der Fluss jetzt in den Talkessel von Reute eintritt. Und hier sehen wir bei Höfen gleich eine Besonderheit, nämlich eine Geschiebefalle. Man hat dem Lech hier rechts ein neues Ausweichbachbett eröffnet. Sein ursprünglich gerade verlaufendes Flussbett überflutet er jetzt nur noch bei Hochwasser und dabei lässt er auf dieser Strecke sehr viel Geschiebe liegen. Und dieses kann dann ausgebaggert werden, ohne dass man den Fluss selbst beeinträchtigt, weil dieser bei Niedrigwasser wieder rechts durch sein neues Bachbett fließt. Diese Maßnahme ist notwendig geworden, weil beim ersten Kraftwerk am Lech, hier bei der Ortschaft Ehenbichel, bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein Wehr gebaut und Wasser abgeleitet wurde. Hier hat der Lech auf eine kurze Strecke weniger Schleppkraft für das Geschiebe und darum greift ihm hier die Geschiebefalle unter die Arme. So, und jetzt ein Schwenk rüber zum Burghügel von Ehrenberg. Hinter diesem führt die Straße hinauf zum Fernpass. Aber wir müssen in die andere Richtung. Da oben der Hahnenkamm, herunter die Talstation und uns interessiert zur Orientierung die Viehweide, auf der wir gerade den Kälbern begegnet sind. Von dort aus geht es jetzt über diese Geländekuppe hinauf zu einem fantastischen Aussichtspunkt, zur Costa Ries Kapelle. Dahinter geht der Weg dann weiter, runter zum Frauensee, dann zum Lech und zum Vogelturm. Dieser liegt bei Pflach und von dort aus geht es weiter zum Kniepass. Und dann gibt es hinter den Ausläufern des Säulingberges eine kleine Überraschung und die schauen wir uns doch mal an. Wir blicken hier bereits über die Grenze zwischen Österreich und Deutschland und sehen den Forkensee. Das ist der erste Stausee am bayerischen Lech. Aber gleich hinter der Grenze liegt der Alpsee, an dessen Ufer die bayerischen Königsschlösser auf den Wanderer warten. Aber jetzt der Reihe nach. Die Costa Ries Kapelle ist ein fantastischer Aussichtspunkt, von dem aus man den Blick noch einmal über den Talkessel von Reute schweifen lassen kann. Und dann geht man auf der anderen Seite wieder hinunter und kommt am Frauensee vorbei.
Hier gibt es ein kleines Restaurant und bei dieser Gelegenheit noch eine Bitte. Schaut euch die Lage der Restaurants und Einkehrmöglichkeiten auf den informativen Seiten von lechweg.com genau an. Es geht nämlich um das leidige Thema WC oder nicht WC, das ist hier die Frage. Und wenn es sich schon gar nicht vermeiden lässt, erstens, weit weg vom Weg. Zweitens, nicht in der Nähe von einem Gewässer. Drittens, Ergebnis abdecken. Und viertens, bitte keine Papiertaschentücher, die verrotten nicht. Vorsichtshalber Toilettenpapier dabei haben, kein weißes, vielleicht Recycling. Auf jeden Fall schnell verrottbar. Bitte, danke. Und hier sind wir schon beim Vogelbeobachtungsturm bei Pflach. Da müsst ihr unbedingt hinauf. Er ist zwar 18 Meter hoch und man bekommt ein bisschen den Drehwurm, aber der Ausblick entschädigt für alles. Rund um diesen Turm herum gibt es in der Lechau fast so etwas wie einen sumpfigen Urwald. Und da ist der Vogelreichtum wirklich beeindruckend. Aber auch der Rundblick ist toll, denn er führt noch einmal zu den Orten, an denen man gerade vorbeigekommen ist. Burghügel, Hahnenkamm, Costa Rieskapelle. Und man schaut schon zu den Orten, die jetzt noch kommen werden. Da kommt der Kniepass und die Grenze unter Alpsee. Und dafür schauen wir uns jetzt noch einmal eine Karte an. Wir starten bei der Costa Rieskapelle. Es geht runter zum Frauensee. Dann ganz hinunter zum Lech. Wir überqueren die Brücke und drüben durch diese Lechau durch zum Vogelbeobachtungsturm. Dann geht es hier weiter durch die Ortschaft Pflach hindurch, über die Wiesen hinüber und unter der Umfahrungsstraße durch. Am Kniepass kommt man sogar noch an Mauerresten der alten Befestigungsanlage vorbei. Und dann geht es durch einen mystischen Laubwald an den Ausläufern des Säulings hinauf und wieder hinunter zum Alpsee. Dieser liegt am nördlichen Abhang des Säulings. Und dort, wo man aus dem Wald zum See herunterkommt, liegt genau auf der gegenüberliegenden Seite das Märchenschloss Neuschwanstein auf einem Hügel. Dieses zu besuchen ist allerdings nur mit langfristiger Vorreservierung möglich, denn da trifft sich wirklich die ganze Welt. Es ist schon ein ziemlicher Kontrast zu all den ruhigen Abschnitten, die man auf dem Lechweg gerade noch durchwandert hat. Aber wenn der bayerische Kini Ludwig sein Schloss schon mit Blick auf den Lech gebaut hat, dann muss der Lechweg hier natürlich auch noch vorbei. Und jetzt noch einmal ein virtueller Flug, um eine letzte Besonderheit auf dem Lechweg zu erklären, nämlich den Lechfall und die Lechschlucht. Hier kann man deutlich den Felsriegel erkennen, auf dem heute die Staatsgrenze verläuft, aber hinter dem sich am Ende der Eiszeit ein großer See gebildet hatte. Doch das Wasser fand an einer Stelle einen Durchlass und fraß sich dort eindrucksvoll in die Tiefe. So kommt es, dass der Lech direkt bei Füssen noch einmal durch eine kurze, aber sehr enge Klamm muss. Und unmittelbar vor dieser Klamm hat man bereits am Ende des 18. Jahrhunderts ein stufenförmiges Wehr errichtet. Dieses bildet jetzt den Lechfall. Früher war hier scheinbar ein Felsenkatarakt, jetzt sind es 5 Stufen, über die das Wasser nach unten fällt, bevor es unter dem Kaiser Max Steg durchfließt und ganz gemütlich durch die enge Klamm fließt. Aber so gemütlich es jetzt hier wirken mag, an keinem anderen Punkt kann man den gewaltigen Unterschied zwischen Niedrigwasser und Hochwasser besser spüren als hier. Denn bei Hochwasser verwandelt sich diese Stelle in eine brüllende Wasserhölle. Leider haben wir hier keine Filmaufnahmen, aber auch die Fotos sagen schon alles. Das hier ist ein normales Hochwasser und beim sehr starken Hochwasser 2013 war vom immerhin 12 Meter hohen Lechfall nicht mehr viel zu erkennen. Da sind wir froh, dass das meistens so aussieht. Tja, und damit haben wir das Ende unserer gemeinsamen Videowanderung erreicht. Von der Quelle in Vorarlberg über das Tiroler Lechtal bis zum Lechfall nach Füssen. Wir hoffen, dass ihr euch einmal die Zeit nehmt, diesen Weg nicht nur per Video, sondern wirklich per Pedes zu erobern. Vielleicht spielt Blutschenkria bei euch um die Ecke einmal ein Konzert. Egal ob für Kinder oder für Erwachsene, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir euch als Konzertbesucher begrüßen dürfen. Wann auch immer, wo auch immer und wie auch immer unsere Wege sich vielleicht einmal kreuzen. Wir hoffen, dass ihr aus dieser dreiteiligen Doku viele wunderbare Bilder und Eindrücke mitnehmen konntet und wir sagen jetzt, viel denk und lasst es euch gut gehen. Lächelnd lang, geh Schritt für Schritt, von der Quelle bis zum Fall. Am lächelnd lang, spür ich Schritt für Schritt, so viel Wunder überall. Lächelnd lang, tjurado hui, ja, jo, ja, jo. Tjurado hui, ja, jo.
りいやいやよ。あれ、ひゅらるは。